Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. So, wir sind gestern bei diesem Dorf angekommen. Wunderbar. So, na dann. Ja, und er mag mal nachsehen, was da gerade geschehen ist. Dahinter ist eh keiner, okay. Ja, bleibst du mal? Super. Super, super, super. Das war ein grandioser Schuss. So, wir schauen mal. Wunderbar. Wie solche Hallen hier. Okay. Och, wo geht man als erstes ein? Hallen, Hallen. Da gibt es auch Treibstoff, sehr gut. Okay. So, wir werden... Okay. Okay, wir haben Mike gefunden. Interessant, interessant. So. Ja, super. Und jetzt? Die Frage, die ich mir nämlich stelle. Okay, da sind noch kleine Häuschen, das heißt, da ist Industrie. Oh, wie kommen wir da mit dem... Oh, bis hierher, wir sind hier. Okay, wir sind... Oh, voll beladen. Wir fahren zurück und kommen wieder her. Okay. So, müssen wir hier durchs... Ja, am besten. Wir fahren hier durchs Dorf. Okay, das machen wir. Ich hoffe, wir treffen jetzt niemanden. Aus seinem Vogel. Oh. Okay, das Dorf ist gar nicht so groß. Ich dachte, gestern, als wir ankamen... Riesendorf. Naja, ging so. So, okay, da liegt Mike. Wahnsinn, was wir alles gefunden haben. Kreischsäge, Mike. Ja. Aha. Ich hoffe, sie laufen uns nicht die ganze Zeit nach. So, aber wir werden hier mal kurz... Doch, sie laufen. So. Bist du uns nach Hause? Das ist echt weit. Spannend. Wie lang die Agro-Range von so einer kleinen, kleinen Horde ist gut? Ich will ihnen nicht in der Nacht begegnen. So. Wie lang wohl diese Agro-Range ist? Also wie lang, wie weit? Bio können wir wieder einschalten. Vor allem, wenn Mike da ist. Im Moment sehe ich sie nicht, aber ich... Ja. Super. Jetzt haben wir Mikes Dorf gefunden. Ganz toll. Hier biegen wir rechts ab. Ich glaube, das ist korrekt. Jawohl. Oh, der Weg ist aber noch... Der Wasserfall. Der Weg ist noch immer ein Schaf. Das heißt, wir müssen diesen ganzen Weg zurücklaufen mit einem Handkarren. Ne? Ich sag's nur. Okay. Oder wir finden den Truck. Boah, das ist weit. Das ist weit, meine Lieben. Und es ist eine Horde am Weg dorthin. Wenn wir diesen Weg... Gut, die können wir vielleicht umlaufen oder so. Okay.
Oh, ich bin gerade am Überlegen, wie wir das machen. Wie kommen wir mit dem Handkarren bis dorthin? Oder wir lassen Mike einfach liegen. Hallo. Okay, das Dorf haben wir schon markiert. Da war ein Schild. Sehr gut. Ja, geht doch. Geht doch, geht doch, geht doch. So, dann werden wir mal das Zeug, was wir gefunden haben, ausräumen. Bauen wir jetzt schon einen Kreischsägetisch? Da ist noch einer, so eine Horde. Stehen da jetzt mehr Horden rum? Höher. Ja, wir brauchen den Truck, es hilft ja nichts. Aber bevor wir Mike holen, müssen wir ja ohnehin vorher sein Häuschen bauen. Also das geht ja sowieso nicht ohne dem Häuschen. Okay, aber wir wissen, wo Mike liegt. Ich weiß, wo Mike wohnt. Ja, hallo Zicklein. Das heißt, wir werden jetzt mal Mikes Haus aufbauen. Und da frage ich mich, wollen wir... Moment, sind wir in die Richtung richtig? Ich glaube schon. Oh. So, Mikes Haus aufbauen. Ja, ich weiß Gorke, aber wir müssen, bevor wir Mike holen... Also müssen nicht, wir können Mike auch gleich holen. Nein, können wir nicht, wir müssen ihn in ein Bett legen. Hm. Müssen wir ein Ex-Haus bauen. Okay, wir haben viel vor. Wir haben sehr viel vor. Gut. Ja, dann lass es uns beginnen. So. Ja, wir sind ja bald zu Hause. Ah, jetzt kommt die Sonne auch wieder raus. Das ist schön. Das ist schön. So, wir haben viel Zeug im Inventar. Ich hoffe, wir kriegen den Kreissägetisch hin. Ein Fox? Ich hoffe, wir haben ausreichend viel Kreissäge, aber das wird sich schon ausgehen. Wo ich mir auch Sorgen mache, ist wegen des Strom. Vielleicht müssen wir da einfach was anderes machen. So. Ah, wir kriegen das schon hin. So, da ist jetzt gleich dieses Häuschen. Wir müssen rechts vorbei. Ignorieren den Kürbis. Und dann links nach unten und dann sind wir schon da. Das ist gut. Aber das wäre auch eine schöne Location gewesen hier. Ja. Ach schön, das Wetter eignet sich so toll für eine Ausfahrt, ganz gemütlich. Finde ich gut, finde ich echt gut. So. Ja, weil da vorne sind wir ja dann schon. Sind das eigentlich Wanderhorden oder immer fixe Locations? Wir sind auf dem Weg bis zu Mikes Dorf zwei Horden begegnet. Hm. Ich frage mich wirklich, wie wir das mit dem Handkarren bis dorthin machen sollen. Der Weg ist ja echt weit, also wirklich, da ist noch eine Horde gewesen, links. Ja, da sind wir. Okay. Wo fahre ich hin? Wir hätten da
Aha, okay. Haben wir die jetzt nach Hause zu unserer Base gelockt? Laufen uns jetzt im Endeffekt zwei Horden nach? Mal gleich sehen. Gleich werden wir das sehen. Da müssten sie doch irgendwo. Okay. Dann ab ins Gemüse mit uns. Oder sie laufen inzwischen schon zu unserer Base. Weil sie wissen, wo wir wohnen. Ah, ein Bär, oder? Ist das eine Horde oder ein Bär? Ui. Uah. Okay. Der macht sich auf jeden Fall gut bei uns auf der Schlachtbank, aber was mit der Horde? Okay. Außerdem habe ich hier in der Gegend noch nie einen Bären gesehen. So, ich will da rüber. Rüber. So. Oh, endlich zu Hause. So, alle Türen mal schön auf. So. Eingangsstrom. Oh, 3000 irgendwas. Ölsauger. Mhm, super. Ah, danke. Okay. Ölsauger. Egal. Wir räumen mal weg. Wir haben Elektrik, Mechanik, Plastik. Yeah. Kevlarstoff. Hier, Stoff. Was hat da drin? Oh ja, Rinde. Ach schön. Können wir alles einschalten. Lagerbehälter. So. So, dann packen wir den hier da rein. Wir haben tierisches. Ah, oh, hier mal wegräumen. So. Kartoffelpaste packen wir zur ersten Hilfe. Wenn wir Platz haben, haben wir. Haben wir. So, Öl hier, dann haben wir. Den und den. Die eine Kohle. Ist da jetzt Kohle drin? Ja, da ist Kohle drin. Okay, super. Ich pack mal die Samen da rein. Einfach nur, dass die da mal rumliegen. So, Kohle. Ja, von mir aus. Oh. Kohle rein. So, wir holen den Rest. So, da gehen wir mal runter. Moment. Rest ist gut. Da haben wir Treibstoff drin. Nö, hier haben wir Treibstoff drin. Jawohl. So, fürs Reparieren brauchen wir hier. Und einmal Treibstoff da. So, ETV ausräumen. Zuerst mal die. Das ist viel zu viel. Den lassen wir sowieso da. Und was lassen wir noch da? Ein trockener Ziegel. Nö, da, hier, jetzt. So. Das bringen wir nach oben. Hallo Huhn. Ja, das müssen wir dann auch noch fangen. Oh, was wir noch vorhaben. Was wir alles noch vorhaben. So, na dann trinken wir mal einen Schluck. So, trinken. Aber eigentlich könnte man gleich da was essen und essen. So, das tut gut. So. Elektrik. Mechanik. Plastik und Kabel. Kevlar und Stoff. Und dann haben wir hier noch Dosen. Wow, schön viele Dosen. So, das kommt da rein. Und da hätte ich gesagt, reichen 7 Stück.
ist hier was drin. So, räumen wir das da rein. Zum späteren Scharmelzen. Super. So, dann haben wir den. Ausräumen. Den ausräumen. Damit die Dinger wieder ordentlich laufen können. Jetzt haben wir statt Mike natürlich einen Bären im Wagen. Ist aber so. So. Ah ja, den haben wir nicht mehr aufgedreht. Da ist nichts mehr drin, das ist gut. Da ist noch ein bisschen drin. Also auch gut. So, die sind voll. Ja, die könnten wir einschalten. Ups, von da hinten an. So. Einer da rein. Wir nehmen alles mit vom Gewicht her. Naja, es könnte eng. Es könnte eng werden. So, und einer da rein. Vom Gewicht her ist es zu viel. Ja. Yeah. So, dann würde ich sagen, wir packen hier Steinchen rein. Steinchen, Reinchen. So eine Transportkiste sollten wir uns bauen. Steinchen, Reinchen. Super. So, einfach nur eine Kiste, mit der wir die Steinchen von da oben einfach reinbringen. So. Sind wir da? So viel Zeug. Schön. Schön. So. Da fehlt auch nicht mehr viel. Komm, wir legen da alles rein. So. Da machen wir mal hier. So, befüllt sind sie alle. Dann würde ich sagen, fertigen wir uns eine Kiste. Platzierbar, Lager, Eistransportkiste. So. Ja, ein bisschen was ist im ATV, glaube ich, noch drinnen. Aber das können wir mit der Transportkiste nehmen. So, sehr schön. Ja, wunderbar. Später kommt dann hier die Kreissäge. Endlich haben wir die Kreissäge als Technik. Super. So, Wasser müssen wir trotzdem noch regeln, irgendwie. So. So, dann haben wir alles mit. Moment, die stellen wir die noch da ab. Das rein, weil irgendwas ist im ATV noch drinnen, das will ich mitnehmen. Und ich will natürlich das Gefahr, jetzt hätte ich Barometer gesagt, das Gefahrometer aufdrehen. Ja, wunderbar. Sehr schön. Boah, Geräusche führen zur nächsten Horde, das werden wir doch auslösen können. Ja, jetzt bleibt da. Danke. Nö, 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 nö. Das wollte ich. So, super. Ja, ja, mein Hühnchen. Alles gut. So. Die Kiste mit. Und rauf damit. So. Packen wir da mal rein. Alles, was zum Einschmelzen ist, lassen wir da. Das andere bringen wir rüber. So, Kiste leer ist gut. Als Transportkistchen. Ich stelle es mal hier mitten in den Raum. Ja, nein. Ich stelle es mal hier drauf. So. Eigentlich keine schlechte Idee, jetzt mal hinlegen. Aber, So, das haben wir da. Da sind auch Ziegel drin. Wir packen die Ziegel von unten wegen die Ziegel da rauf. Und haben hier noch ein paar Steinchen. So.
Oh, okay, wir müssen Mikes Häuschen bauen. Konstruktion. Vorher eine Kreissäge. Okay, wir reißen mal die ab. So. So, welche Geräusche machen die alle? So. Ah, keine Brettchen im Inventar? Nö. Okay, so, ich würde hier tatsächlich platzierbar sonstiges, neue Werkbänke, die Kreissäge aufbauen und hätte eigentlich gerne zwei gehabt. Ich gebe es ja zu, zwei Kreissägen wäre der Hammer. So, vielleicht oder so, vielleicht draußen. Ja, da würde ich gerne lieber eine Plattform bauen, wenn wir die Kreissägen draußen bauen, was wir ja durchaus machen können. Draußen die Kreissäge. Wir brauchen Holz. Okay, wir bauen einmal eine und stellen die da ein. So. Ziel wäre es für mich, hier nach der Brücke gleich hier draußen die Kreissägen. Zwei oder drei. So. Wir machen mal den. Ich will es in die Richtung stehen haben. Warum? Einfach so, weil es geht. So. So, was braucht man denn Schönes dafür? Wir brauchen 2 Kobalt, 8 Eisen. So, 2 Kobalt, 8 Eisen. Yeah. So, 4 Mechanik, 4 Elektrik. Ja. 4 und 4. Und Öl. Brauchen wir dafür Öl oder können wir da auch mit Biomüll arbeiten? So. Anfangen tun wir mal so. So, dann packen wir das da mal rein. So, und jetzt 8549, 854. Och, das geht. Das geht. Das passt, oder? Passt so. Super. So, ja, dann schnitz mal schön. So, dann legen wir uns einmal hin und morgen in der Folge machen wir weiter. Sehr cool. Sehr cool. Endlich die Kreissäge. Endlich die Kreissäge. Ah, meine Lieben, ich bedanke mich fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder. In der nächsten Folge morgen. Bis dann. Tschüss.